In diesem Video nähen wir eine Hängematte für deine Puppen, damit, wenn es draußen wärme wird, die Puppen einen schönen Platz haben, um sich zu entspannen. Es ist wieder Zeit für ein neues Freebie des Monats. Du kannst das Freebook in der Sammy Facebook-Gruppe herunterladen und auf meiner Webseite. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Die Materialien sind hier aufgelistet, aber du kannst es auch nochmal in der PDF-Datei nachlesen, wenn du das Freebook heruntergeladen hast. Lege die beiden Stoffrechtecke rechts auf rechts aufeinander und nähe entlang der Außenkanten. Lass eine Wendeöffnung auf einer der kurzen Seiten offen. Hier ist die Wendeöffnung. Ich lasse ca. 10 cm offen. Schneide die Ecken ab. Das macht es leichter, um den Stoff nachher zu wenden und dann liegt er einfach schöner. Wende den Stoff nach außen. Falte die kürzeren Seitenkanten ca. 5 cm um auf die Unterseite und stecke sie fest. Nähe den umgefalteten Stoff fest, ca. 4 cm von der Kante entfernt, damit ein Tunnel für das Band entsteht. Mit diesem Schritt wird auch die Wendeöffnung geschlossen.
Schneide zwei Bänder auf ca. 90 cm und binde sie an den Holzringen fest, indem du die Bänder zur Hälfte faltest und dann die offenen Enden durch die Schlinge hindurchziehst. Ziehe nun eines der offenen Enden des Bandes durch einen der Tunnel. Nimm das andere offene Ende des Bandes und binde einen Knoten. Verstecke den Knoten im Tunnel und wiederhole dies für die andere Seite der Hängematte. Schneide 200 cm lange Bänder und binde sie an der anderen Seite des Holzringes fest. Damit wird die Hängematte aufgehängt. Und dann sind wir auch schon fertig und die Hängematte ist fertig. Und dann schaue ich mal, wie das denn aussieht, wenn man die draußen im Baum aufhängt. Ich habe auch gleich mehrere gemacht, in mehreren Größen. Du kannst einfach die Rechtecke und die Bänder vergrößern oder verlängern und in allen möglichen Größen Hängematten für deine Puppen nähen, damit sie sich draußen schön entspannen können. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Projekt gefallen und ich freue mich schon, dich im nächsten Video wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.